Nach knapp 2 Wochen Pause vom Dart nach der Weltmeisterschaft in Südkorea kehrt die Sportdartliga wieder auf die große Bühne zurück. Der Alpencup in Hallein zieht erneut viele Dart-begeisterte Spieler in die Halle, darunter Stars wie Weltmeister Sinan Omerovic, die Thunderleague-Teilnehmer Alex Steinbauer und Fabian Stütz sowie den Sieger der diesjährigen Premium Division Josef Reiter. Sie alle ziehen die Dartscheibe dem See und der Sonne vor. Ja, weil ich einfach das Dartspielen wahnsinnig liebe. Ich liebe dieses Darten. Das ist einfach der beste Sport, den man machen kann. Kein Problem. Also ich bin viel lieber wie in der Sonne. Auch aus dem benachbarten Bayern kommen einige Spieler, um Teil der tollen Sportdartliga in Salzburg zu sein. Wenn man Dart lebt und Dart fühlt, dann gibt es einfach nichts Schöneres wie Dart. Ja, also ich kann gerne auf den See verzichten, ich bin lieber unter die Leiter. Wir in der Sportart, wir sind eine wahnsinnig große Familie. Auch wir Bayern sind da in Österreich in der Sportart wahnsinnig gut aufgenommen worden. Und ich finde es halt einfach schade, dass das in Bayern nicht weiter verbreitet ist. Es müsste wirklich weiter verbreitet werden. Alle halten zusammen, jeder gibt sein Bestes und das sollte eigentlich alles gut genug sein für die Sportart, wenn man zusammenhält. Nach seinem Titel in Südkorea und einigen Tagen Urlaub ist nun auch Sinan Omerovic zurück und freut sich wieder Teil der Sportartliga in Salzburg zu sein, speziell durch Turniere wie dieses. Ich freue mich wieder nach Österreich gekommen zu sein, nach einer langen Zeit. Und ich freue mich sowieso auf eine normale Scheibe zu spielen und sowieso bei Sportarts ohne Einwurf auch. Das gehört auch dazu nach dem Urlaub, oder? Wie so oft bietet das Team um Murat Kaliskan den treuen Spielern ein Event ohne Einwurf zum Spielen. Doch auch die tollen Gegner und das Prestige des Turniers locken eine Menge an starker Spieler an. Ja, einfach der Riesenprestige des Alpencups. Es sind 3 Riesenturniere und einfach die Leute, die da sind, die haben super drauf. Also Top-Spieler, überhaupt Weltmeister, wenn man sowas hat, ist super. Ein wichtiger Teil der Liga ist Kamil Kandemir. Er ist seit Jahren mit an Bord und unterstützt mit seiner Firma Verbex, wo er kann. Ihm selbst ist diese Unterstützung ein Bedürfnis und ist begeistert von der Entwicklung der Turniere. Ja, weil es einfach eine super Liga ist und es sind immer Top-Leute dabei und ich fühle mich natürlich wohl, daran teilzuhaben und ich werde ihn auch weiterhin unterstützen. Wie gesagt, trotz der Hitze, super Leute da und super Event. Erneut geht also ein großartiges Dart-Event zu Ende. Doch wer die Sportdartliga kennt, weiß, es wird nicht lange ruhig sein, bevor wieder Hallen gefüllt und Dartpfeile geworfen werden.